Fahren wir mal runter und gucken mal. Interessant, genau. Prost. Prost. Cheers to you. Meine lieben Zuschauer. Mein bester Zuschauer sitzt eh hier neben mir. Aber falls das noch jemand anders guckt. Ich weiß ja zumindest von einem, der sich müsst explizit gewünscht hat, mal gucken, ob er bis hierhin ausgehalten hat, durchgehalten hat. Wenn ja, dann lass doch mal einen Kommentar da, das würde mich sehr freuen. Naja, gehen wir mal nach links weiter, oder? Da, wo wir also aus dem Gang heraus nach links, ja. Genau. Oh, der sieht ja mal nett aus, der Raum. Das ist schon edler. Ganz was anderes. Ach, ja. Guck mal, hier gibt's einige Gegenstände, die erkennen wir doch wieder. Ja. Die Rakete, das Schiff. Schiff, genau. Guck mal, da ist ein Uhrenturm. Sehr schön. Oh, da sind ja nette Edelsteine. Ach, die Uhr. Süß. Und kann man hier durchgucken, durchs Fern? Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Wahrscheinlich. Sehe ich hier nichts. Aha. Ah, doch, ich sehe die Welt da draußen. Oh, okay. Wie kann ich es denn bewegen? Moment. Kann ich es ziehen? Nein. Leuchtende Steine. Ha. Ja, das Fernglas kannst du nicht bewegen, oder? Ich wüsste nicht wie. Die Uhr. Na, scheinbar nicht. Wer ist das denn? Oh, da muss man wahrscheinlich wieder. Das ist bestimmt, das kennt man, aber ich, ja. Ich bin ein Banause, muss ich leider zugeben. Was kennt man? Ach, hier die Gemälde. Die Person. Ja, ist da ein bisschen niedrig aufgelöst, vielleicht. Oh ja, die sind die wirklich schöner. Was ist das hier? Das ist ein mechanischer Papagei. Ja, kann man ein bisschen aufziehen, scheinbar. Genau. Und dann. Ich habe jetzt versehentlich eine Tür geöffnet. Ich stand hier daneben und da ich keinen Cursor hatte, habe ich hier gerade etwas geöffnet. Na, sowas. Na dann, hier ist auch wieder so ein Thron, ne? Wie in dem anderen Raum eigentlich. Ja. Aber irgendwie schon in einer anderen. Ja. In einer anderen Art auf jeden Fall. Ich wollte sagen, eine andere Qualität, aber na. Es gibt auch wieder eine Art Spieluhr. Ist das ein Spiel? Naja, ich meine, also dieses ja, wieder schachähnliche irgendwie so Spielbrett, was das sein soll. Das Gimmick. Sieht aus wie ja, also eine Schatulle, aber na, keine Spieluhr. Ich kann es auch nicht öffnen. Hm. Das ist ja interessant. Guck mal hier rein. Ja. Ein Glas. Hm. Huh. Naja, ich probiere jetzt mal in diesen Raum da hineinzukommen. Genau. Das geht an sich schon. Okay. Mit einer roten Seite. Die rote Seite ist. Wo ist denn die rote Seite? Die ist in einer Schatzkiste. Oh, Gold. Oh, guck mal hier. Ein Zettel. Ich habe einen Zettel gefunden. Ach so, ich dachte, du freust dich über die Getränke. Ja, auch. Und ich wollte eigentlich hier mal jede Flasche einzeln anklicken. Und dabei ist mir dieser Zettel hier in die Hand gefallen. Mhm. Jetzt frage ich mich, ob in dem anderen Raum auch so ein Zettel war. Ach du meine Güte, bei dir kann man es ja noch schlechter lesen als hier. Oh, das ist ja wirklich schlimm. Stimmt, die Schriftart ist auch eine komplett andere, ne? Ein Brief von Akenar an Cirrus. Your greed sickens me. Your desire for wealth and plunder is never satisfied. I will instruct my subjects not to pay your new tax, and you know they listen to me. Regards, Akenar. Mhm. Der spricht ja wie ein König über sein Volk, oder? Das passt zum Setting. Ja, durchaus. Die beiden Throne, die beiden Thronräume, oder wie auch immer man es nennen mag. Ich finde, das wirkt aber hier irgendwie ein bisschen verrückter. Ja. Wenn man schaust, wie manche Worte sogar so geneigt sind. Ja gut, das haben die hier tatsächlich auch teilweise. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Also irgendwie noch besessener. Ja, irgendwie schon. Passt irgendwie auch zu dem Akenar, den wir da gehört haben und gesehen haben, so ein bisschen zumindest, in dem Buch.
Tja. Naja, ich frage mich so ein kleines bisschen, haben wir in dem anderen Raum jetzt einen ähnlichen Schrieb übersehen vielleicht? Vielleicht eine Antwort darauf oder so etwas? Möglich. Ich weiß es nicht. Wir können nochmal nachschauen, aber ich nehme erstmal diese rote Seite noch mit auf. Können wir kurz nachschauen natürlich, ja. Und jetzt habe ich wahrscheinlich Item 1 und... Das... Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, inwiefern das auf eine Rivalität hindeutet zwischen den beiden, nicht wahr? Also wir kennen auf jeden Fall dann doch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine, der eher ein bisschen prunkorientiert ist, der andere, der doch ein bisschen mehr gewaltorientiert ist. Ja, durchaus. Die ganzen Gift... Fläschchen hier und so auch, also ist das vielleicht, nee, ich dachte das so, hier ist vielleicht ein Zettel, aber nee. Okay, jetzt bist du wieder reingegangen. Also das Prinzip verstehe ich nicht so ganz mit diesen Türen, mit diesen kleinen, ich drücke die Aktionstaste. Na, so ganz ausgefeilt scheint das irgendwie nicht zu sein für dieses Interface, aber ich habe da jetzt auch keinen Zettel gesehen. Falls ich da was übersehen habe, tut mir's leid. Oh ja, da muss ich noch etwas entschuldigen, Mensch. Stimmt. Das ist Orizok. Natürlich, das ist Orizok, das gehört natürlich dazu. Ich glaube, ich habe das Prinzip erkannt. Nee, ich sehe einfach durch. Ach, es ist seltsam. Naja. Nee, jetzt geht's wieder zu. Nach vorne drücken? Nee. Ich setze mich auch mal auf diesen Thron hier. Ach so, da war ich ja schon. Ja, war ganz nett eigentlich. Lässt sich aushalten. Ich frage mich nur ein bisschen, ob wir etwas durch das... glitscht ein bisschen durch. Naja. Durch das Fernrohr sehen sollten. Naja, wird sich vielleicht noch zeigen. Mal gucken. Okay, weiter. Wir sollten mal gucken, wo die Brücke jetzt ist. Genau. Achso, ich wollte mit diesem Vogel hier interagieren. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Dann habe ich ja versehentlich die Tür geöffnet. Du sagst, man kann etwas... Man kann da gedrückt halten. Genau. Und dann loslassen. Und dann Er sagt nein. Vogel sagt nein. Naja. Rakete. Diese Getränke hier, die eignen sich nicht so gut für die Aufnahmen. Die klappern so. Naja. Müsst ihr uns verzeihen, aber... Wir haben ja schon Schmerzen erlitten hier, da brauchen wir das jetzt. Ja, gucken wir mal raus. Und tatsächlich... Ach, die Brücke ist jetzt hier... Tatsächlich... Ach, hier gibt es noch... Ah, in jede Richtung gibt es so Übergänge. Ah. Oh, das heißt, man konnte nur gewinnen. Oder ich weiß nicht, ob in jede, aber ja. Gut, dann sollten wir uns vielleicht merken, dass wir Osten jetzt haben. Gut. Okay. Und dann gucken wir mal, was sich hier auf dieser Insel befindet. Mhm. Gehen da mal hoch. Es ist ein Zahnrad. Ein Teil vom Code, ja, das war zu erwarten. Okay. Sammelkarten. Sammelkartenspiele gibt's hier. Die nehmen wir mal mit. Mhm. Und zwar mal ich uns das mal auf. Hier ist ein Halbmond und ein... Ja, so ein Stachelkugel-Ding. Das Stachelkugel-Ding, ja. Stachelkugel-Ding, alles klar. Ja, dann müssen wir jetzt das ganze Spielchen wohl... Wir können uns das ja wieder teilen. Okay. Na? Das ist eine gute Idee, genau. Ja, genau, dann gehe ich mal zurück. Geteiltes Leid ist halbes Leid. So in der Art, genau. Genau. Dann zurück zu der Apparatur, genau. Oh je, da muss man jetzt... Ich mache hier mal einen Zip-Mode an. Dann geht das vielleicht alles ein bisschen schneller. Boom, genau. Also, ich muss zunächst... Einmal hochfahren. Genau, nach unten muss ich nicht mehr, denn das war ja nur zum Öffnen des Aufzugs gedacht. So. Genau. Dann einmal... Ach, ich hätte ja direkt drin bleiben können. Ein drücken, ein raus.
schön, schön, schön. Ich frage mich wirklich, ob ich diesen Brief zum Beispiel früher überhaupt gefunden habe. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Könnte allerdings halt auch daran liegen, dass ich den hätte eh nicht wirklich verstehen können. Von daher, ja, keine Ahnung. Welche Richtung möchtest du übernehmen? Ich würde mal versuchen, um 90 Grad zu drehen. Das heißt, Bing, das Glas-Bing würde ich übernehmen. Und ich versuche, das Blechding zu bekommen. Das Blechding müsste Süden sein, das hatten wir. Das hatten wir, stimmt. Genau, dann müsstest du Frr. Den anderen das Frr. Frr, genau. Und immer wir noch das Glasbing, ja, das runter, genau. Und im Übrigen, wir müssten eigentlich Saiten mitnehmen, aber ich weiß nicht welche. Oder wir lassen es erstmal hier. Also ich habe ja die ganze Zeit diese Anzeige von dem roten Zettel. Mhm. Das vor heißt mir. Aber auch, den blauen hast du wieder weggelegt dann, ja. Das heißt, du bin musst ich, dich. Ich bin nicht sicher, es kann schon sein, ja. Du musst dich entscheiden. Naja, oder du kannst auch erstmal. Wir wiederkommen. Ja, wir können wiederkommen, eben. Genau. So, ich habe den Schalter betätigt, ich kann zurück zur Brücke. Ich würde einen Vorschlag machen. Mhm. Wir können erstmal. Weiter gucken, aber ich würde sagen, soll sich einer von uns mal mit den roten und einer mit den blauen Seiten beschäftigen und so haben wir dann immer direkt alle Möglichkeiten abgedeckt. Wir werden dann noch sehen, wo das hinführt. Tja. Das könnte man theoretisch machen. Aber brauchen wir nicht alle Fortschritte in beiden Spielen? Das weiß ich nicht genau, ob das nötig sein wird. Ich sag mal so, wir könnten das jetzt erstmal so machen, dass einer von uns das und einer das mitnimmt und offscreen können wir das dann immer noch nachholen. Könnten wir machen, ja. Den Rest zu holen. Ich hab jetzt eh gerade die rote Seite dabei, dann nimm du die blaue. Okay. So, ich habe die anderen beiden Symbole gefunden. Wo bist du denn jetzt? Ich bin im Nichts. Ach so. Dann ist hier, ja gut, es waren ja auch nur vier Symbole. Eben, genau. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass da jetzt jeweils noch eins zu finden ist oder so, aber nö. Gut, dann müssen wir wieder auf Süden stellen. Ja. So, dann stellen wir jetzt wieder auf Süden. Und genau, die blaue Seite nehme ich da noch mit unterwegs und dann... Ja, gucken wir weiter. Ich frage mich, ob man uns irgendwas noch hätte drauf bringen können mit diesem Zahnrad, ne, dass man da länger gedrückt halten kann. Es gibt auch in der Bibliothek, da könnte man sich auch noch mal genauer umgucken, ob es da nicht noch mehr Informationen gab, ob da nicht doch noch was an Informationen übrig war in den Büchern und so. Das müssen wir alles mal anschauen, genau, ob da wirklich alles kaputt war. Ich weiß es nicht mehr genau. Bei Spielen aus dieser Zeit stand wirklich sehr, sehr viel in den Anleitungen drin. Also ich weiß, es gab Spiele, da musste man erstmal stundenlang die Anleitungen studieren, bis man überhaupt wusste, wie man da vorgeht. Gerade was so Wirtschaftsspiele vor allem betraf, ne? Auch bei A10 Attack habe ich auch schon gemerkt, dass man da das erzählt, ja, genau. Doch ziemlich gucken sollte. Natürlich habe ich das nicht gemacht, aber ja. Aber heutzutage erwartet man eigentlich, dass Tutorials eingebaut sind, die einem die grundlegenden Mechaniken beibringen. Das ist richtig, ja. Ich bin sogar der Meinung, dass ein Interface falsch designt wurde, wenn es dem User nicht zugänglich gemacht wird. Das heißt, wenn es erforderlich ist, dass man erst noch eine Anleitung zur Hand nehmen muss, ne? Sei es jetzt ein Smartphone oder ein Blu-ray-Player oder ja. Was auch immer man für Technik verwendet. Natürlich nutzt man irgendwelche aufwendigen, komplexen Spezialprogramme für bestimmte Einsatzzwecke. Okay. Ja. Da ist ein Handbuch sicherlich dann notwendig, aber... Ich weiß auch nicht, wo das herrührte. Wollte man einfach keine Ressourcen drauf verwenden, das Spiel selber zu benutzen, um halt so Sachen zu erklären oder... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht war einfach noch nicht so das Bewusstsein da. Das war noch nicht die Zeit dafür, User genau. Daran führen sollte. Ich glaube, das erste Spiel, das wirklich eine Art Tutorial beinhaltet hat, um dir die grundlegende Mechanik beizubringen, das war Tomb Raider von 1996. Da gab es dieses Trainingslevel, das in ihrem Haus stattfand.
Manor da. Croft Manor. Und da lernte man im Prinzip alle Fertigkeiten, die man brauchte, um mit dem Spiel klarzukommen. Mhm. Ja. Es macht auch irgendwie total Sinn, ne? Also den User da direkt auf diese Weise ranzuführen, oder zumindest bei den allermeisten Spielen. Es ist ja auch heutzutage so, dass sowas direkt in die Story mit eingebettet ist. Ja. Dass du anfängst, dir wird etwas beigebracht und nach kommen weitere Fähigkeiten hinzu. Klar. Die dann in dem Moment, wo sie gebraucht werden, erklärt werden. Okay, wollen wir zurückkehren? Nein. Genau. Unsinn, wir wollen ja den Code eingeben. Genau. Mensch, durch das Gequatsche. Ist ja kein Problem. Ich habe die blaue Seite am Start, du hast die rote Seite die rote am Seite? Start. Gut, dann haben wir hier einmal so... Symbole. Das erste habe ich schon. So ein... Oh, jetzt habe ich verkackt. Das zweite habe ich auch. Na, komm schon. Dann haben wir hier die Spitzen mit dem Kreis. Zu weit. Gibt es ja auch kein Vor- und Zurück-Button. Wo? Was? Wo ist denn der Zurück-Button? Ich frag mich, wo, warum gibt es hier keinen? Ach, entschuldige, ich habe jetzt verstanden, es gibt ja auch einen Vor- und Zurück-Button. Nee. Und einen... Der Halbmond, ja. Oder was das da sein sollte, dieser Halbkreis. Nicht sehr schön geworden. Naja. Aber, ja. Es langt. Da, ne? Gut. Und dann drücken wir den roten Knopf. Okay, go. Aha. Okay. Und hinab. Was finden wir vor? Ein Buch. Mhm. Ein Mistbuch. Na, schau an. Interessanter Raum hier. Oha. Ich würde fast behaupten, das führt uns zurück zur Insel. Mhm. Oh, ich habe gerade ein Achievement bekommen. Mechanical Age. Ui. Das ist dann Mechanical Age, in der wir sind. Das macht auch vom Namen her irgendwie Sinn. Das erste Video, das funktioniert in diesen Büchern. Ist ja unglaublich. Vielleicht hat das Overlay das jetzt repariert. Keine Ahnung. So, ich gehe mal durch. Ich muss mir erst das Achievement verdienen. Natürlich. Damit du die Videos sehen darfst. So, und wir sind angekommen. Ach so, ja. Das in der Bibliothek. Nur wirklich diese Rotation hier. Gucken, wie das bei dir aussieht. Auf jeden Fall längere Ladezeit. Ich würde dann mal einen Safe State anlegen. Ja, genau. Mhm. Und hier die Bücher, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Da haben wir noch gar nicht geguckt, aber wir könnten zunächst einmal unsere Seiten einlegen in die jeweiligen Bücher. Ja, lass mich ganz kurz speichern. Ja. Das werde ich eben... Und dann uns mal die entsprechenden jeweiligen Nachrichten anhören, vielleicht auch schauen, mal gucken, wie das jetzt sein wird bei dir. Wir sind schon lange unterwegs, ne? Das sehe ich jetzt hier an den Uhrzeiten. Können eigentlich auch gleich mal eine Pause machen, also mit dem ganzen ich nenne es mal Rumgerätsel vorhin, sollten wir vielleicht gleich mal eine Pause machen. Okay. Gucken wir uns das noch an, also wo wir die Seiten gerade in der Hand haben. Genau, das werden wir noch machen. Gucken wir uns das einfach jeweils an. He returned. He wouldn't return. Ages to rescue me. I'm Akinar. My brother, I beg you. Complete. Always blue pages. Listen to him. Now listen to my brother. An egotistical fool and a liar. Bring me the blue pages. The red ones. Don't bring the red ones. Been wrongfully imprisoned. You must. I will have my retribution. Please bring me the blue pages. Pages, please. You've returned.
You must continue to help. My name is Sirius. I beg you to find the remaining many creatures. You must retreat. Release me from this book, which has become. Don't waste time. Look. Don't. Brother. My brother. And I wrongfully imprisoned. Bring the red page. Also, was den Ekener angeht, immer noch ziemlich, wirkt irgendwie ein bisschen bekloppt. Mhm. Er sagt, also er nennt den Sirius einen Lügner. Mhm. Er spricht immer davon, dass er mehr blaue Seiten will. Keine roten Seiten sollen wir bringen. Das ist im Wesentlichen die Message, die er... Gleiches hier, danke, dass ich ihm die rote Seite gebracht habe. Er braucht mehr rote Seiten. Mach weiter, bring mir mehr rote Seiten. Okay. Verschwende keine Zeit. Ich wüsste jetzt auch, ich kann mich nicht erinnern, dass er hier Danke gesagt hat. Er war sehr, so ein bisschen besessen irgendwie, mhm. So ein bisschen. Ja, er hat doch Danke gesagt. Also Sirius scheint mir irgendwie so eher derjenige zu sein, zu dem auch dieser schöne Raum gepasst hätte. Da haben wir auch die rote Seite gefunden, ja, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber er sagte, er wird irgendwie President. Okay. Wobei, ich fand den Begriff in dem Fall unpassend. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht King. Prison? Irgendwas mit imprisoned oder so? Er meinte ja auch irgendwie, ich wurde fälschlicherweise imprisoned. Also, ach, dann war das halt President. Ich das verstanden. Okay, ja, dann das macht mehr Sinn. Und ich dachte eher, nein, du bist doch eher dann der König. Der König, der ja. Aber ja, das wird es wohl sein. Hm. Aus dem Kontext heraus hätte man es vielleicht jetzt auch so verstehen können, ja. Okay, ja, gut. Aber ansonsten war es noch eine ziemlich wirre Message. Ja, ich er sagt irgendwas mit My Brother, aber das war auch nur so ein Wort oder ein Satzfetzen. Naja. Gut. Naja. Dann können wir erst einmal hier wirklich eine Pause machen. Alles klar, das passt vielleicht ganz gut. Ich mache hier nochmal Apple-Taste S zum Speichern. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie, genau. Und ja, dann bedanken wir uns erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und das nächste Mal machen wir dann weiter mit Myst und gucken mal, wo uns die Reise noch so hinführt. Ja. Mal gucken, was da noch so zu rätseln gibt. Auf jeden Fall werde ich jetzt ab jetzt mal genauer gucken, ob es da noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, Sachen anzufummeln und irgendwelche Sachen umzustellen. Naja, mal gucken. Okay, also bis demnächst und macht's bis dahin gut. Bis dann und tschüss.